Und schwupp, neuer Tag. Wir sollten gleich den Auftrag weitermachen, ne? Da war ja was. Und es wird bestimmt jemand vor unserem Haus warten, oder? So rein vom Feeling her. Ein Porsche war irgendwie. Oh, ne, Brief. Von der Kirche. Eieiei. Wir haben heute Abend eine wichtige Ankündigung bei unserem Lagerfeuergespräch vor dem Rathaus. 19 Uhr, komm nicht zu spät. Oh, stimmt, hatte sie erzählt. Also die Bürgermeistervertretung, dass sie extra für uns da so ein kleines Event veranstaltet. Also 19 Uhr, okay. Wir brauchen mehr Dinas und mehr Steine. Spitzhammer. Wir müssen noch den Hebekran da bauen. Und da müssen wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen beeilen, sonst ne, kommt unsere Konkurrenz noch dazu, das zu bauen vor uns. Das wäre ja nicht gut. Ich finde das sehr praktisch rechts mit der Anzeige, jetzt, dass man auch die ganzen, also nicht nur den Auftrag selber sieht, hier diese fünf Schleifsägen, sondern auch alle Zwischensachen, die man dafür herstellen muss. So, dass wir jetzt noch 10 Dinas brauchen. Das war vorher nicht so. Das ist eine schöne kleine Änderung. Und werde die ganze Wüste auseinandernehmen. Das Herstellen von den Schleifdingen. Oh, Edelsteine. Ne, Tau. Okay. Ja, es ist morgens, aber. Level up. Gibt es hier auch wieder Perks? Was sollten wir uns auch gleich mal angucken? Vier Dinas noch. Wir sind gleich schon ausgepowert für den ganzen Tag. Das waren leider nur Steine. Müssen wir mal ein Café oder ein Restaurant suchen. Da gibt es bestimmt irgendwas, wo wir mehr Energie zurückbekommen als diese komischen Kakteen. Also bis wir irgendwann anfangen, selber was zu kochen. Auch egal. Medizin kannst du Material. Oh, hallo. Kannst du Materialien wie Medizin. Ja, okay. Dinge. Steinhaufen. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Sandbeeren, Pflanzenfasern, Tau. Das ist ein Jack oder sowas. Büffel? Büffel Andromeda-Jack-Ding? Du siehst anders aus. Wildes Alpha irgendwas mit einer komischen Nummer davor. Wir brauchen einen neuen Ofen. Jetzt aber erstmal. 5 Schleifsägen. Boop. Gut, die können wir abgeben. Da hinten müssen wir es abgeben. Okay. Der Recycler hat Sachen recycelt. Wir haben noch Kupferschrott. Wiederverwerten. Ja, komm, Aufgabe abgeben. Hey, Rocky. How you doing? Und Katzen-Maus spielen, die plaudern. Mhm. Ich glaube, die Farbe Rot macht mich wütend wie ein wildes Jackmel. Vielleicht war das da hinten Jackmel? Nein, warte, vielleicht ist es blau. Was trägst du denn da? Gerrr. Vielleicht hat es gar nichts mit der Farbe zu tun. Ey, willst du sagen, dass ich dich stinkig mache? Ja. Trotzdem, ab und an ein paar Leute anschnacken ist eine gute Taktik für Geburtstagsgeschenke später. Oh, was ist hier los? Dürfen die Hoffnung nie aufgeben. Oh, it's you again. Say, since I've got you, did I ever explain the commission board to you? Nee, aber wir haben schon einen Auftrag erledigt. Dedicated to figuring it out yourself, eh? Well, good on you. The less time I have to spend training you, the more time I'll have for you know, big important president stuff. Klingt wie ein 1A Ausbilder. I think you'll find the information you need in the Commerce Guild handbook on my. Alles gut. So.
Hey, du. You're their new builder in town. Or was it someone else? Ah, that's right. There's two of you. Mion and, you must be the other one. Genau, das sind wir. Wir sind der andere. Well, I'm glad you're here. I'm Hugo, the one and only blacksmith in town. If you need to buy construction materials, upgrade parts for your machines, or obtain top-of-the-line weapons, I'm all you got. But I promise the best. Okay. Just check this out. This here is like me. Iron tough. Mm-hmm. That's the quality I'm talking about. Kupferbaum. Dankeschön. Aber wir haben eigentlich Schleifdinge für dich. Aufträge aus Sandrock. Bestätigen. Was ist das da? Ruf der Werkstatt. Ah ja. Thank you. Hey, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier ist die Bezahlung. Tun Sie nichts damit, was ich nicht auch tun würde. Gut, Auftrag abgeschlossen. The answer is love, not hate. Hey, you're one of the new builders. Pleasure to make your acquaintance. I'm Owen. I run the you're Blue Moon folks. Saloon. Be more generous. Okay. Are you hungry? I have a couple sample dishes. I know you can work up quite an appetite after spending a day in the ruins. Drop by any time. I'll be around. Ja, in Ruinen waren wir auch noch nicht. Das war so eine Art Dungeon. Oh yeah, love that light. Dörfleisch. That's wisdom. The answer is love, not hate. That's right, you know. So, Vivi. Well, look at you, a new builder in town. Always glad to see a new face. Here now, sugar, take this scarf. It gets chilly oh, yeah. here at night. So courtesy neat. Of tailor-made. Like Don't that. Be a stranger, you hear? So, tailor-made ist wahrscheinlich ihr Laden dann. Wir sollten aber auch nochmal mit denen schnacken und einfach Hello. Plaudern für Punkte. Yeah. Jess hat mir erzählt, dass oh, du dich gut eingelebt yeah. hast. Das freut mich. Ich bin gespannt. Okay. See you. Verabschieden. We need to respect nature. I'm always serving up tasty dishes on my tables at the Blue Moon. Make sure you stop. It's just hey that there. Simple. Rezepte austauschen, kämpfen. Nee, nee, nee. So long, partner. Oh, Konkurrenz. Hallo, Konkurrenz. Hi. Hey, how's it going on your end? Oi. My crane lift is almost done. We Things have been easier home. Since I built a furnace. Say, has Yen been bugging you like he's been bugging me? He came to check on my progress like 10 times already. Yeah, creepy. Okay. See ya. Sie ist zu nett. Okay, aber das kann nicht sein. Sie hat ihren Kran fast fertig. Wir sollten nicht unsere Zeit verschwenden mit Geburtstagsgeschenke vorbereiten. Wir sollten den Kran bauen. Wir brauchen dickes Seil, Holzstücke, Steinziegel, Lager und so weiter. Wir brauchen erstmal den Ofen. Wie sie auch schon angemerkt hat. So, Montage, Ofen. 2 Steintröge, 12 Steine, 4 Quarz, 2 Holzstöcke, 6 Holz, okay. Holzstock. Anleitung benötigt, Laden der Handelsgilde. Okay. Steintrog haben wir schon mal noch? Wir haben 2 auf Lager. Ja, okay. Das heißt, wir müssen zur Handelsgilde. Da können wir uns auch einen neuen Auftrag abholen. Immer schön rechts, links gucken. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Zug uns erwischt. Das ist der Blue Moon Saloon, wo der eine Cowboy da arbeitet. Hi, new builder. I'm Jasmine. I grew up here. My mom's the mayor, but... She's not here right now, cause mayoring is such a busy job. But Uh-oh. That's okay. Everyone in this town is really nice. You're going to like it a lot. I know. Hey there. Hm? Hast du schon mal einen Himmelsabstreifer gesehen, wie die aus dem Buch? Nein. See ya. Ja, sie ist eventuell eine Weise und weiß es noch nicht. Mal gucken, was sich da entwickelt. So, wir brauchen jetzt ein dickes Seil. Bronzeniete, Eisenriegel, ich krieg. Muss gleich an Schokoriegel denken.
Bronzeklinge, einfacher Holzstuhl, Einzelbett, ein dickes Seil da. Bestätigen. Marmorziegel. Kaufen wir auch mal. Kupferdraht klingt wichtig. Bronzenieten. Energiesteine gibt es auch noch für die Maschinen. Okay. Müssen wir die auch alle noch lesen? Oder werden die automatisch hinzugefügt? Die werden scheinbar automatisch hinzugefügt. Können wir den Schal anziehen? Benötigt Stufe 9. Wichtige andere Sache. Wir haben es gerade 12 Uhr genau. 12 Uhr 1. Wo sind die Perks? Die Augen. Das ist was. Mit dem Forscher sprechen, ja. Keine Ahnung, wo dein Geburtstag hat. Oh, da sind noch einige Charaktere. Coco. Also allein den Augen mäßig müsste das unser Haustier später werden. X mag ihn besonders. Wer ist denn X? Spoiler. 8. Frühling. Das ist doch schon bald, ne? Wir wissen nur nicht, was er gern zum Geschenk bekommt. Du bist X? Hm. Kalender. Ja, heute ist der zweite. Da ist... Der, okay, unser Salvage-Zugang geht da weg. Wir sollten also zwischendurch auch zum Salvage-Laden gehen, um das auszunutzen, dass wir den Kompass, den Pass dafür noch haben. Aber es ist halt auch ein, eigenes Ereignis. Können wir das Ding nicht irgendwie benennen? Was reinschreiben? Nein. Hm. Okay. Muss Stufe 5 sein. Selfies. Also ich sehe noch keinen Perk Tree. Ich hoffe, der kommt denn hier irgendwie. Punkt hinzufügen. Ja, sieht gut aus. Weil das ist wichtig bei so einem Spiel. So, dann Ziegelsteine, dünne Fäden, Sandtuch. Nehmen wir die dünnen Fäden. Bestimmt ganz viel Pflanzenfaser für. Die können wir nicht abbauen, okay. Kein Zug. Aber ein Schokobu. Was? Nein, das ist ein Kamel, okay. Ich dachte schon, was zur Hölle, falsches Spiel. Dünne Fäden. Schnell bauen. Brauchen noch mehr 5, also ganz viel Pflanzenfaser. Gut. Für die dicken Seile brauchen wir es wahrscheinlich auch. Eventuell hätte ich nicht. Oh. Nicht einen Auftrag, also einen Daily-Auftrag annehmen sollen, der ähnliche Rohstoffe braucht wie unser Hauptauftrag. Hör damit. Wie viel Faser brauchen wir? Da steht 13 von 10, aber das glaube ich doch irgendwie nicht. Gehen wir mal kurz der Axtwut noch ein wenig nach. Gucken dann. Oh, dann kippen wir auch gleich um. Das Dörrfleisch hat er nicht besonders viel gemacht, hm? So, das wurde hergestellt. So, dicke Seile. Brauchen wir nur eins, ne? Oh, okay, noch 2 dicke Seile, 4 Kupp. Oh. Brauchen wir mehr Pflanzenfasern? Kupferstäbe sind auch noch keine da. Hätten wir wahrscheinlich auch kaufen müssen.
Oder wir kriegen die hier mit raus. Kupferstab, ja. Wenn dir der Platz im Rucksack ausgeht, kannst du auf der letzten Seite immer noch mehr kaufen. Wenn du keinen Platz mehr in deiner Tasche hast, kann irgendwas rausfallen. Okay, I. Wie? Ah, da, plus. Busch. Sehr gut. Wir werden bald auch wieder unsere Bio- und Nicht-Bio-Kisten aufbauen und so. Aber das braucht noch ein bisschen. Und da wir nicht mehr so viel abbauen können. Und es ist eh gerade Mittagszeit. Jetzt gehen wir mal zu dem Blue Moon Saloon. Holen uns da ein bisschen was zu essen. Also wir investieren unser Gold sinnvoll, um mehr arbeiten zu können. Und können dann auch in der Ecke da den Auftrag abgeben. Wo bist du jetzt? Ach, in dem Nähladen. Ja, macht Sinn, dass du Fäden haben willst, ne? Hey, dich kennen wir schon. Hello. Danke, Ash. Lass dich mal wieder blicken. Gerne, gerne. Bitte, bitte. Oh, du bist neu. Hello. Handwerker, wenn du hier als Hilfe brauchst, schau immer nach, ob ich in der Nähe bin. Ich bleibe länger auf als ein Jagdkamel und wache auf, bevor die Hähnen krähen. Hier draußen müssen wir alle füreinander da sein, weißt du? Oh, sieht sympathisch aus. Okay, hat schon Punkte bekommen. Catch you later. Ah, okay. Ja, er haut wohl wirklich bald ab. Wir können bei ihm keine Sachen mehr beschnacken. Essen. Essen bestellen. So. Wir hätten gerne eine Tomaten-Eiersuppe, eine Dattel-Lotus-Suppe und ein Tee-Ei. Und einen kalten Kaktus. Nom, 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 nom. Gut, hat jetzt nicht so super viel gebracht, wie ich dachte. Oh, hallo. Newcomer, huh? That's good. We need all the help we can get. I'm Grace. Stop by for a meal at the saloon sometime. I'll do my best to make something edible. Den müssen wir auch noch schneiden. Most people aren't used to the smell of Yakmel milk when they first get to Sandrock. Not me, though. I drink a glass every morning. Milch ist gut. Du. A new builder? Why wasn't I informed of this? A data disk. Allow me to explain. Data disks are a type of storage medium made of multiple layers of polycarbonate. While many of them don't contain anything useful, some have troves of data on how the old world built their machines and structures. Der Rest ist voller alter MP3s. Now granted, we're not yet technically proficient enough to recreate exact replicas of these relics, but with a builder's help, we can get pretty close. Data disks help me create diagrams for new machines, which you can construct on your assembly station. I keep a collection of diagrams, plus potential future plans, with me at all times. So if you need to build something that's not in your handbook, talk to me. Bring me data disks, and I'll give you new diagrams. Simple enough. Mm-hmm. Come here when you have more data disks. Abgeschlossen. Sehr schön. Hier drauf wird bestimmt irgendwann Karaoke gespielt. Ich sehe es jetzt schon kommen. Haben wir schon geschnackt. Bye bye. Danke fürs Essen. Was bist du denn jetzt noch? Oh, changed your mind, eh? Did you need that info about the commission board after all? Achso. Rightio. Das war nur ein Hilfsfragezeichen. Ja gut, wir brauchen ja für diese Kupferstäbe Sachen von der Service-Station. Deswegen haben wir den kostenlosen Passierschein da bekommen. Das heißt, wir brauchen jetzt das kleine bisschen, was wir an
Energie bekommen haben, um die Sache abzubauen. Wir sind bei 7, 8. Oh, die Sandbären bringen 3 jeweils. Das ist gut. Hammer. Was kriegen wir da? Mechanischen Schrott, Dreck, Gummischrott, Datendisk. Tabla. Stufe 5. Okay, jetzt können wir die Fähigkeiten nutzen. Wissenspunkt freigeschalten. Umkippen. So, Bugs. Während du das Spiel spielst, erhältst du verschiedene Arten von Wissenserfahrungspunkten, die sich automatisch in Wissenspunkte verwandeln. Je mehr Wissenspunkte du erhältst, desto mehr Dinge passieren. Werkstatt, Kampf, Sozialverhalten. Sammeln. Was haben wir da? Die Erfahrung beim Bergbau wird erhöht. Ausdauer wird erhöht. Mehr Erfahrungspunkte. ...10% Chance beim Treffer 2 Ausdauer zurückzugewinnen, wenn du mit dem Spitzhammer was abbaust. Werkstatt, mehr Erfahrung für den Bau von Gegenständen. Maximale Erhöhung der Werte durch Möbel um 10% erhöhen. Das sollten wir erst nehmen, wenn wir auch genug Möbel haben, dass sich das irgendwie lohnt. Kämpfen tun bisher noch gar nicht. Die Sozialwissenserfahrung, die du beim Umgang mit NPC erhältst, erhöht sich um 10. Die Chance, die doppelte Anzahl an Sozialwissenserfahrungen zu erhalten, die du durch Interaktion mit dem Stadtbewohner im täglichen Leben erhältst, erhöht sich um 10. Jede Woche kannst du dir ein mehr Wünsche erfüllen. Was? Wünsche? Chance auf doppelte Sozialwissenserfahrung für das Abschließen von Aufträgen. Wir werden jeden Tag einen Auftrag erfüllen. Zum Min-Maxen. Also, was klingt sinnvoll? Nicht genug Wissenspunkte. Was? Wir haben einen Wissenspunkt bekommen. Oder habe ich schon irgendwas angeklickt? Ach nee. Oh, die Wissenspunkte sind nach Kategorie. Ja, okay. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, dann nimm mal Bergbau. Und Ausdauer zurückgewinnen beim Bergbau. Wenn du Salpeter, Graphit oder Schwefel abbaust, das tun wir noch nicht. Zusehen, Kraftstein zu halten, wenn du einen ersten Stein findest. Was ist ein erster Stein? Nee, okay. Bestätigen. Ja. Dankeschön. Steingrundwissen 1 und fortgeschrittenes Steinwissen erhalten. Ah, hast du mal gesehen. Irgendwelche Sachen blinken da unten links grün. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich versuche jetzt mal. Irgendwelche Pflanzen abzubauen. Und mehr Energie durch das Essen der Pflanzen zu bekommen, als ich... Oh. Ja, Lagerfeuergespräch. Mehr Energie durch Essen zurückzubekommen, als ich verbrauche, um die Pflanze abzubauen. Hey. Ja, um die ganzen Kampfsachen kümmern wir uns später. Sind die irgendwo, bist du essbar? Nein. Oh, was war das denn gerade? Hey, Kleiner. Du bist knuffig, bleib stehen. Feuerwerksplatz. Hab dich. Oh. Hi. Okay, nicht genug Ausdauer. Wir haben ein Ei bekommen. Können wir so roh nicht essen, hm? Nee. Ja gut, dann sind wir, glaube ich, für heute fertig mit Energie ausgeben. Das heißt, wir
sprinten jetzt noch zu dem Meetingplatz. Und hören uns eine lange Rede an über Einheit und Freundschaft und so. Ein kleiner. Oh. Simmer down now, y'all. As many of y'all know, our resident builder, Mason, who has been a hard-working member of our community for many years, will be leaving our flock to seek, shall we say, greener pastures. Wortwörtlich. But today's meeting is not about goodbyes. There'll be plenty of time for that at Mason's retirement party. No, today is a celebration of hellos. Let's give it up for our new builders. Thanks, everyone. Very excited to be starting here. I'm going to do my very best to bring Telesis to Sandrock. Care to say a few words? Möchte ein großartiger Handwerker sein, ich will Friede vorn finden, ich will ein sorgenfreies Leben führen. Nee, ich möchte ein großartiger Handwerker sein. Well said, Builder. Couldn't have put it better myself. Everyone, let's be patient with our new builders while they learn the ropes. And builders, don't hesitate to ask any of us for help. We won't be hesitating in putting you all to work. One more time, a big Sandrock welcome for our new builders! We have some omelets, courtesy of none other than our very own Owen. Get them while they're still hot. Meeting adjourned. Oh, and remember, conserve water. Conserve water. Okay. Ich kann nicht bewegen. Omelette, Omelette. Nom, 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 nom. Lebenspunkte voll. Oh, so eine Art Omelette ist das. Oh, hallo. Ah, you're a new builder. Nice to meet you. I'm Katori. I think we'll be working together a lot in the future. Was ist dein Job? I'm trying to turn Sandrock back into the jewel of the desert with my Golden Goose Entertainment Extravaganza Complex. That's a mouthful. It needs better phrasing. Ihr gehört der Karaoke-Stand? Anyway, even if you have no idea what I'm talking about, drop by and have some fun. Here, a few tokens to get you started. Ah, eine Spielhalle. Okay, okay. Haben wir noch irgendwelche neuen Gesichter? Hey there, I'm Heidi, architect around these parts. Looks like old Mason handed you down a real fixer-upper of a workshop, huh? Mm-hmm. Well, lucky for you, I do plenty of fixing up. Come by my office sometime if you're looking to upgrade your workshop. Stop. Howdy. Versuche immer zu den Lagerfeuergesprächen zu gehen. Das solltest du auch tun. Wer weiß, was für wichtige Details du verpasst, wenn du nicht oft genug hingehst. Ja. So long, partner. Gab es deswegen gerade plus eins? Ja, gab es. Alle reden über Mathildas charismatischen Auftritt beim Lagerfeuergespräch. Ich frage mich, ob ich sie dazu bringen kann, mir bei der Finanzierung zu helfen. So long, partner. Hi, Ryan. Hey there! Jemand von Dunby? Ich weiß nicht, wer Dunby ist. Ich bin mit meiner Arbeit im Rückstand und dann will immer noch, dass ich zu diesem lahmen Lagerfeuergespräch gehe. Take her easy. Aber das hatten wir in Porsche auch, ne? An Feiertagen, wenn man da mit Leuten interagiert hat, hat es mehr gebracht. Welcome to Sandrock. I'm Mabel. My husband Cooper and I run the largest yak mole ranch south of the Eufaula. Ever tried yak mole milk before? It's got an acquired taste. Here, take a couple of bottles. It's our way of saying, howdy do, neighbor. Howdy do. Hello. Die Hühnersuppe für die Seele. Okay. Rezepte austauschen? Ich weiß nicht. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, für beim nächsten Mal. Okay.
Oh, warte, das konnten wir beim anderen ja auch. Also haben wir jedes Mal die Chance, wenn wir sie ansprechen, dass wir vielleicht ein Rezept bekommen? Klingt gut. Wir haben es auch schon 21 Uhr. Ich weiß nicht, wann hier dicht gemacht wird und wir plötzlich ohnmächtig werden. Ich denke, wir sollten lieber schlafen gehen. Also wahrscheinlich wird es erst gegen Mitternacht rum sein oder so, aber hey, müssen wir nicht übertreiben. Einsammeln, Kupferbarren und Kupferstäbe, das ist gut. Wir brauchen trotzdem noch zwei Stäbe. Da sollten wir uns morgen drauf konzentrieren. Metallschrott, Kupferschrott. Wiederverwerten. Holzstöcke, dicke Seile sind okay. Lager, also Kugellager wahrscheinlich, ne? Okay. Und was mit den Ziegelsteinen? Also die stellen wir im Ofen her und für den Ofen brauchen wir auch Stöcke. Quarz haben wir 7 Stück, Steine haben wir mehr als genug, Steindruck auch. Also es geht echt nur um die... Haben wir doch alles. Wollte gerade sagen. Also... Ofen, ein steinernes Gefäß, in dem man die schmutzigen Erze zu schönen, schönen Barren schmelzen kann. So, dann mach doch mal den schönen, schönen Ofen. Daran. Und feuer ein paar Ziegelsteine. Was ist das dahinter? Das Symbol checke ich nicht ganz. Kraftstoff aufgebraucht. Achso. Ja, hier. Schrott. Gut. Schön, dass wir alles an Dreck einfach verbrennen können. Na gut, war ja einigermaßen produktiv. Wir haben den Ofen, wir kriegen so die Ziegelsteine. Morgen sollten wir in der Lage sein, den Baukran zu bauen. Und wir hoffen dann mal, dass wir doch einigermaßen zeitgleich mit ihr fertig waren. Aber sie schien halt gestern schon alles fertig gehabt zu haben. Nee. Egal. Gehen wir schlafen und sehen uns dann morgen wieder.